komm. Jetzt ist die Zeit, wir beten an. Komm, jetzt ist die Zeit, gib ihm dein Herz. Komm. Ich möchte euch Verse lesen vom Psalm 24, wie ihr wahrscheinlich kennt. Und da steht geschrieben: Hebt ihr Tore, hebt euch ihr ewige Pforte, damit der König der Herrlichkeit einziehen. Wer ist der König der Herrlichkeit? Er ist der Herr, der Stärke, der Mächtige, der Herr, der Held im Streit. Hebt eure Häupter empor, ihr Toren, ja, hebt eure Häupter, ihr ewige Pforte, damit der König der Herrlichkeit einziehe. Das ist manchmal, wenn die Bibel etwas wiederholt ist, auch Jesus hat manchmal Sätze überholt, stimmt das? Dann muss irgendwo etwas Wichtiges sein. Der, der das geschrieben hat, das war David, da muss etwas Wichtiges sein, dass er zweimal dasselbe Satz sagt, ihr Toren, und das ist ein komischer Satz, wenn ich sagen würde, ihr Türe werde größer. Würdet ihr alle denken, Piero, was ist los? Aber das sagt David, die Türe müsse größer werden, dass der König der Herrlichkeit rein kann kommen. Was bedeutet das? Er wusste, dass der König der Herrlichkeit so groß ist, da passt hier nicht rein. Da passt nicht rein. Und warum passt er nicht rein? Ich komme vielleicht zurück, er hat eine Begegnung gehabt, wie sein ganzes Denken verändert hat. Ein Psalm vorher, der Psalm 23, schreibt er einen wunderbaren Psalm über Jesus. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er hat eine Offenbarung über Jesus, wie kein Mensch gehabt hat. Und die Offenbarung über Jesus hat er bekommen im Psalm 22. Im Psalm 22 ist dieser Psalm, den kennt ihr wahrscheinlich, wo David eine Vision gehabt hat vom gekreuzigten Jesus. Das ist der erste Mensch in der ganzen Bibel, wie Jesus am Kreuz gesehen hat. 800 Jahre vorher hat er ganz klare Vision von Jesus, wie seine Hände durchbohrt werden, seine Füße wurden durchbohrt. Es wird vor seinem Mantel das Los wird geworfen und hat eine ganz klare Vision, was auf Golgatha geschehen ist. Aber weißt du, wenn du so eine Vision bekommst von etwas, was du noch nie gehört hast, dann kann man schon ein bisschen verwirrt sein. Weil er hat ja keine Ahnung gehabt, er hat nirgendwo gewusst und er wusste etwas und er dachte und er war sicher, das ist sein Tod. Er wusste es. Ich weiß, ob du weißt, aber David war ein Mörder. Wisst ihr das? Der hat einen unschuldigen Mann umbringen lassen, weil er seine Frau gehabt hat und hat es verstecken wollen, dass sie schwanger war von ihm. Auf eine schreckliche Geschichte. Und er hat es einen Mord begangen einem Unschuldigen. Und Gott war so sauer drüber. Und im Alten Testament steht geschrieben, dass wenn du jemand umgebracht hast, dürfte die Familie kommen und dich umbringen. Sogar wenn du beispielsweise jetzt heutzutage Auto gefahren wärst und hättest einen Fehler gemacht und hättest ein Kind überfahren, dürfte die Familie kommen, dich umbringen. Auge für Auge, Zahn für Zahn. Aber es gab eine Ausnahme.
Und das, wenn du schnell genug warst und bist in den Tempel gerannt und da waren die Hörner der Gnade. Und wenn du die Hörner der Gnade so gefangen hast, dann durfte die Familie, wenn sie dich verfolgt hat und du hast die Zeit gehabt, die Hörner der Gnade zu berühren, durftest du dich nicht mehr umbringen. Du hast die Hörner der Gnade berührt. Und im Psalm 22 geht es ihm ganz, ganz schlecht, dem David. Er denkt, er wird sterben, er spürt Dämonen, hat Halluzinationen, er sieht in die unsichtbare Welt hinein und es geht ihm nicht gut und er betet und es geht ihm noch schlechter. Und dann hat er diese Vision, da sieht jemand am Kreuz und er denkt, das ist sein Tod. Und dann rennt er in den Tempel rein, ins Heiligtum, an den Altar und er berührt die Hörner der Gnade. Und die Bibel steht geschrieben, zwischen den Hörnern hat er eine Offenbarung. Und er weiß, der, das ist Jesus Christus, das ist der Messias, der ist für mich gestorben. Und wenn er dann das liest, dann geht er sofort raus vom Tempel und verkündigt seine Brüder Jesus. Und er schreibt dann diese wunderbare Psalm 23. Und dann merkt er, dass der wieder am Kreuz gesehen hat, seine Gnade viel größer ist als im Alten Testament, diese Hörner der Gnade. Die Hörner der Gnade, das war fantastisch für David, weil er hat ja in Jerusalem gewohnt. Wenn aber einer in einer anderen Stadt gewohnt hat, ist er vielleicht nicht schnell genug gekommen dran. Und er wusste, dass der, wie gestorben ist, der ist nicht allein für ihn, sondern der ist für ganz Israel, ist für die ganze Welt gestorben. Und er wusste, dieser Jesus, was er gesehen hat, der Messias, der passt nicht ins Alte Testament hinein. Der passt nicht in das Gesetz hinein. Er ist viel zu groß. Und dann schreibt er, mach die Türe groß. Der König der Könige kommt. Mach die Türe groß. Es ist viel zu klein. Das Gesetz ist viel zu eng. Da passt Jesus nicht rein. Und ich glaube, das ist eine Botschaft, die heute wichtig ist. Jesus ist dasselbe. Die Gnade ist dieselbe und sie wird vielleicht noch größer werden. Und wir haben alle Türen. Und unsere Türen sind öfter so klein, um zu verstehen, was Gott aus unserem Leben vorhat. Als Gott dich gerufen hat, als Gott mich gerufen hat, und irgendwo habe ich ein bisschen reingeschaut, was Gott aus meinem Leben vorgesehen hat, und so Spalte, prophetische Spalte hineingeschaut habe, habe ich sofort mich das Gegenteil sagen, mach die Tür zu. Kann ich nicht, packe ich nicht, geht nicht. Sogar wie er mich gerufen hat, wie viel Mal habe ich Gott gesagt, Gott, du machst nie keinen Fehler, aber wie du mich gerufen hast, hast du Fehler gemacht. Ich habe Gott öfters gesagt, Gott, wenn ich Gott wäre, ich hätte mich schon lange rausgeschmissen. Verstehst du? Weil die Türe immer so durch eine Spalten. Und David hat gesagt, man solle die Türe groß machen. Denn das, was kommt, passt nicht in unser religiöser Verstand hinein. Und jetzt denkst du, ja, aber ich bin charismatik, ich bin geistgetauft, ich kann in Zunge reden, komm. Deine Tür ist trotzdem so klein. Dann bedenke, wir haben und heute Morgen diese Botschaft, wie kann man unsere Türe vergrößern? Oder zuerst muss man erkennen, dass unsere Türe zu klein sind für die Erweckung. Wenn die Erweckung wird kommen, werden alle stehen und staunen. Bist du das, Herr? Kannst du das machen? Ich bin kein Handwerker. Aber ich weiß etwas, eine Tür vergrößern ist sehr schwierig. Und etwas weiß ich noch, eine Tür verkleinern ist leicht. Ich bin kein Handwerker, ich könnte das machen. Ich würde gucken, wie breit, wie hoch die Tür ist, drei Bretter nehmen und würde sie dran nageln. Und würde die Tür schmäler sein. Und oben noch einmal, so tiefer sein. Soll ich es noch kleiner machen? Ja, haben wir nochmal ein Brett dran. Und ich kann machen, dass es nur noch eine Katzentür ist. Moment. Es wird nicht schön aussehen, aber es wird klappen. Nur noch die Katze kommt vorbei. Weißt du, und diese Arbeit, eine Tür verkleinern, deine Tür verkleinern, meine Tür verkleinern, ist die Arbeit vom Teufel. Die meisten Menschen, wie sie sich bekehrt haben und haben die Wiedergeburt empfangen, bekamen Offenbarung. Und das sind die Zeit, wo die meisten Wunder in unserem Leben geschehen sind. Könnt ihr euch erinnern, wie du dich bekehrt hast, welcher Glaube du gehabt hast? Ich habe so verrückte Leute in unserer Gemeinde, einige sitzen vielleicht sogar da.
wisst ihr was, dumm verrückt, die haben sich bekehrt und haben sie für die alte Waschmaschine, die kaputt war, gebetet und die ist wieder gegangen. Und für das Radio und für das Mögliche. Und dann haben sie gebetet, dass ihr Parkplatz, war nie kein Parkplatz frei, Jesus hat Parkplatz frei gemacht. Die haben für die tollste Sache für Geld gebetet und es kam. Warum? Wenn du dich bekehrt hast und hast eine Begegnung mit Jesus, sind die Türen groß aufgegangen. Und jetzt, was macht sie kleiner? Dann haben wir gelernt, in vielen Gemeindeprogrammen, wie ein guter Christ zu leben hat. Da gibt es tolle Programme von Alpha, Beta, also was alles gibt. Gibt es gute, was wie ein guter Christ zu leben hat, wie man sich zu benehmen hat, wie man mit dem Geld umgeht, wie man das macht, wie man Dienste macht, alles Mögliche. Es ist gut. Aber öfter sind diese ganzen Dinge, wie man gelernt, was man machen muss. Ich gebe euch noch ein Beispiel. Vor 3-4 Jahren hat mich jemand angerufen, es kommt ein ganz, ganz bekannter Heilungsprediger von Afrika. Er hat so und so viele Tote aufgeweckt und ob man ihn nicht einladen wollte. Und er hat gesagt, du, bevor dass ich jemand einlade, ich möchte gerne ein Video oder Kassette oder CD von diesem anhören. Dann habe ich ihn angehört und gesagt, nee, da möchte ich nicht einladen. Und dann sagte der Bruder, warum? Dann hat er gesagt, ich habe die Botschaft geschaut, der Predigt ist gar nicht schlecht über Heilung. Und dann fängt er an, Worte der Kenntnis zu haben, da sind die Leute aufgestanden. Und dann fängt er ihm an, hast, wenn jemand aufgestanden ist, Rückenschmerz oder Nacke oder das und jenes, dann fragt er ihn zuerst, hast du Jesus Christus angenommen? Ist es dein Herr und Heiland? Ja. Gehst du in eine Gemeinde, bist du Mitglied? Ja. Bezahlst du dein Zehnte? Ja. Dann bete ich für dich. Wow. Wie viel Verkleinerung von Türen sind da? Und weißt du, der wurde eingeladen und es kamen hunderte Leute jeden Abend und keiner hat etwas gesagt. Das ist Gesetz pur. Verstehst du? Und das wollen wir nicht haben. Wir wollen, dass die Tür, das ist auch ein Ding, wie ich immer eine Taube gehabt habe, dass die Tür groß offen ist. Dass es für mich gar kein Problem ist, wenn einer mitkommt und sagt, ich bin katholisch und ich gehe in die katholische Kirche und ich bin Adventist und ich bin das und jenes, ist doch so unwichtig. Ich möchte meine Tür nicht verkleinern. Es ist so schrecklich, verstehst du? Es ist so verkleinern. Aber der Feind hat Fähigkeit, unsere Tür, ohne dass wir es merken, verkleinern. Und ich möchte heute Morgen über einige Sachen sprechen. Enttäuschungen. Hast du als Christ schon Enttäuschung erlebt? Okay, da vorne sitzen ganz viele Lügner, die haben die Hand untergelassen. Enttäuschung, verstehst du? Enttäuschung von Menschen, Enttäuschung von Christen. Als ich mich bekehrt habe, kam ich in die Gemeinde, habe Jesus richtig kennengelernt. Wir gehen in eine Gemeinde, eine ganz kleine Pfingstgemeinde und für mich war die Gemeinde der Himmel. Ich habe doch keinen Zweifel, gar nichts gehabt. Für mich war die Gemeinde der Himmel. Und wenn ich gesehen habe am Sonntag, wie sie gestanden sind, haben angebetet, weißt du, mir sind also nur die Tränen runtergelaufen, wie ich gesehen habe, wow, das sind alles wunderbare Geschwister. Es war für mich bestimmt 6 Wochen Himmelgemeinde. Und nach 6 Wochen, ich weiß noch, nach einer Gebetsversammlung, war eine ältere Frau da und die fragte mich, Piero, kannst du mich heimfahren? Der Bus ist jetzt schon zu spät, der ist schon weg. Sag ich, gar kein Problem, weißt du, wenn du die erste Liebe bist, ist da. Sie hat 10 Kilometer in diese Richtung gewohnt und ich habe 10 Kilometer in die andere Richtung gewohnt. Dann habe ich sie heimgefahren. Und in dieser Viertelstunde oder 20 Minuten Heimfahrt hat zum Allerschrecklichen, was in der Gemeinde passiert ist, die letzten 20 Jahre. Alles erzählt. Mein Paradies war kein Paradies mehr. Diese Fahrt hat bestimmt einige Bretter so drum gemacht. Verstehst du? Und ich kann so Sachen erzählen, wie der Feind kommt in Enttäuschung. Wer von euch hat schon mal geglaubt und von ganzem Herzen, dass die Person geheilt wird und dann ist die Person gestorben? Gibt es einige hier? Wow, guckt mal die Hände an. Was passiert, wenn so etwas ist? Der Teufel kommt und haut wieder ein kleines Brett hinein. Und es kann möglich sein, dass am Ende so eine ganz kleine Tür noch hast. Der religiöse Geist hat alles zugemacht. Und dann der Ankläger der Brüder.
Du hast es, ich gebe dir ein Beispiel. Ich habe einen Freund von mir, der ist Evangelist. Und der hat ein, der ist Evangelist und er hat einen Bruder und er wollte von Gott nichts wissen und er hat 15 Jahre für ihn intensiv gebetet, für seinen Bruder. Und dann geschah das Wunder, in Norddeutschland hat er gewohnt, da war, seine Frau hat sich bekehrt vorher und dann hat er sich in der Baptistengemeinde taufen lassen. Und er hat in Österreich gewohnt und er kam von Österreich extra bis nach Norddeutschland für die Taufe von seinem Bruder. Und er war so voller Freude, sein Bruder hat sich taufen lassen und hat richtig bekehrt. Und dann nach der Taufe kam eine ältere Schwester zu diesem Bruder, sich taufen hat lassen und sagt, Bruder, du hast dich bekehrt, du hast Jesus genommen, hast dich taufen lassen, aber jetzt darfst du nicht mehr rauchen. Und er hat es als Gottes Wort genommen. Und dann hat er 3 Wochen probiert zu rauchen, aufhören zu rauchen aus eigener Kraft. Seine Frau und die Kinder gesagt, Papa, rauch wieder. Die haben sich mal ausgehalten, man ist fast durchgedreht. Und dann hat er wieder geraucht, hat die Bibel zugemacht und hat den Glaube aufgehört. Verstehst du? Mein Freund, wie man das erzählt hat, hat gesagt, weißt du, das war für ihn so. Er hat lang gebraucht, um diese Person zu vergeben. Er hat 15 Jahre gebetet. Und dann kommt jemand Religiöses und hat ihn getötet. Wie viele Christen, wie viele Menschen, da wo du bist in der Gemeinde, wie kennst, wie sie sich bekehrt haben, voller Freude, und dann haben sie den Glauben aufgegeben. Es sind Enttäuschungen in uns drin. Aber Gott hat zu mir gesagt, Piero, ich muss mir ein Beispiel erzählen, vor vielen Jahren hat mir Gott gesagt, am Ende vom Jahr werdet ihr 200 sein. Und am Ende, ich habe das richtig geglaubt, Gott hat gesprochen, am Ende vom Jahr waren wir nicht 200. Dann habe ich Gott gesagt, du kannst nicht so gut zählen, weißt du. Und Gott hat mir gesagt, was, weißt du, meine Kinder, wie der Glaube auf die Seite gelegt haben, mir aufgehört haben, du hast sie abgeschrieben, sie immer noch mein. Also ich habe gewusst, okay, Gott hat sie nicht aufgegeben. Aber das sind Enttäuschungen. Das sind Enttäuschungen als geistliche Leiter und alles mögliche. Wir haben Enttäuschungen in uns drin. Und dann kommt der Feind und macht diese Tür immer kleiner. Die Tür für die Erweckung, die Tür für Wunder, die Tür fürs Übernatürliche. Und dann hören wir so Geschichte. Weißt du, wie? Ich will nochmal eine Geschichte erzählen. Ich habe dann die Bibel gelesen, ich habe gewusst, etwas fehlt mir, etwas wollte ich haben, das war die Geistestaufe. Die Zungenrede und diese Gabe, das wollte ich haben. Ich habe mich ja bekehrt im Gefängnis und meine Bibelschule war im Gefängnis und habe da meine Bibelschule gemacht und ich bin heimgekommen, meine Frau gesagt, wir suchen in einer Gemeinde, wie akzeptiert, dass es die Geistesgabe und die Zungenrede, die Sache gibt. Das sind wir nach Deutschland gekommen und dann suchte ich eine Gemeinde. Sofort nach der Bekehrung suchte ich eine Gemeinde. Und ich weiß noch, dann kam ich in eine kleine Gemeinde, die heißt, die hat früher nicht Pfingstgemeinde, die haben, glaube ich, Gemeinde Gottes, durch was sie geheißen hat, vor der Tür gestanden und dann stand ein Bruder draußen, das ist ein Begrüßungsdienst, da gehen wir hin und ich fragte ihn, könnt ihr in andere Sprache reden? Guckte mich so komisch an, sagte er, ja. Glaubt ihr an Geistesgabe? Sagte er, ja. Dann komme ich zu euch. Das ist die einzigste Theologie, wie ich gewusst habe. Verstehst du? Ich wollte das haben, diese Sachen. Und dann kam unsere Schwiegermutter und hat uns besucht. Und die war total offen, die ist geheilt worden, hat ein Wunder erlebt und hat sofort die Geistestaufe empfangen. Und meine Schwiegermutter, die ganze Tag, ganze Nacht hat sie nur im Geist gebetet und gesungen und war überglücklich und ist geheilt worden. Und dann fahrt sie zurück nach Frankreich zu ihrem Mann. Und ihr Mann ging in eine Brüdergemeinde. Und dann erzählte du, meine Frau hat Krebs gehabt, es ging ihr so schlecht, hat Depression gehabt. Sie hat Jesus angenommen, sie ist geheilt worden, der Krebs ist weg, sie war beim Arzt, ist total geheilt worden und sie ist voller Freude und gibt Zeugnis und hat sogar eine neue Sprache gelernt, wie sie beten kann im Geist. Und die Brüder haben dann gerufen, Schachel, das ist okkult, das ist ein Schwermachgeist und ein Pfingstler. Dann sind sie gekommen, sie treten das Pferd
und habe meine Schwiegermutter freigebetet vom Schwermachgeist. Und dann hat mir mein Schwiegervater ein Buch gegeben, ein ganzes Buch gegen Zungenrede. Und weißt du, wenn du so ein ganzes Buch liest und bist frisch gläubig, dann kommen die dang, 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 dang. Mit wenn und aber. Und dann plötzlich merkst du, wie deinem Leben die Freude weggeht. Und dann kommt das Gesetz mehr und mehr. Aber es gibt Zeiten, Gott ist gnädig, weil ich Gott gesucht habe. Ich habe gemerkt, etwas geht verloren. Wie Gott mir gezeigt hat, diese Bretter, wie sie wegreißen soll. Wir müssen uns öfters Zeit nehmen, alle. Wir müssen uns Zeit nehmen, wo wir Gott fragen, wie viele Bretter sind in meinem Leben da? Wo hat der Feind die Fähigkeit gehabt, durch Enttäuschung, durch falsche Lehre, durch viele Sachen, so Brett einfach hinzumachen? Wo wir so eine schmale Sicht bekommen haben? Wo wir sagen, Herr, wie viele Christen habe ich gehört, wie gesagt, Herr, der ist nicht wiedergeboren. Die ist nicht wiedergeboren, die ist nicht gläubig und schwört sich nicht so anziehen und wird nicht so reden. Wir haben gerichtet, weil wir eine kleine Tür, wir haben nicht die Tür der Gnade gehabt, wir haben eine andere Tür gehabt. Vielleicht bist du da und du bist sogar selbst gerichtet worden von anderen Christen. Und es hat deine Tür so klein gemacht. Heute Morgen möchte ich es kurz machen. Ich möchte, dass du Gott fragst. Herr, gibt es so Bretter, wie der Feind reingemacht hat, wo die Tür klein geworden ist? Durch Enttäuschungen, durch Ablehnung, durch Verletzungen, durch falsche Lehre, durch Religiosität, durch Gesetzlichkeit, durch das Leistungsdenken. Ich möchte gern diese Bretter, dass sie weggehen heute Morgen. Ich möchte sie losreißen. Ich möchte, dass die Tür der Gnade so groß offen ist, dass der Herr der Herrlichkeit in mein Leben kann reinkommen. Was haben wir erlebt im Reich Gottes in den letzten vielen Jahren, wo diskutiert worden ist, kann man umfallen im Geist, kann man Ruhe im Geist, kann man Gold haben, kann man Lachen im Geist, über so Sachen, wo einfach nur Bretter gekommen sind. Wo Leute gesagt haben, ja, du kannst umfallen, aber nach vorne, nicht nach hinten. Und was hat man alles da gehört? Und wir haben jetzt so kleines Denken. Und wir können nicht ahnen, wie groß die Erweckung wie sie kommen wird. Man kann es nicht vorstellen. Vielleicht hast du einen Nachbar und er flucht und hat ein schreckliches Leben. Und du denkst, total der Gottlose. Und Erweckung kommt. Und 3 Wochen später predigt er. Mit einer Vollmacht, die du nicht vorstellen kannst. Das sind Sachen, wie geschehen werden, der Erweckung. Aber wir können es uns nicht vorstellen. Ich kann mir mit meinem Verstand nicht vorstellen, dass das Land Tunesien sich verändern wird. Ich kann mir es nicht vorstellen. Weil ich weiß, wie sie sehen, ich weiß, wie diese Geist, wie sie beherrscht da sind. Ich kann mir es nicht vorstellen, es ist unmöglich, meine Vorstellungskraft. Ich war das erste Mal in diesem Land vor 45 Jahren. Ich kann mir es nicht vorstellen. Mein Verstand hat viele so Türen, aber ich weiß, es gibt so Momente, wo ich in den Geist gehe und plötzlich sehe ich die Erweckung. Ich sehe, wie Gott dieses Land sieht. Ich sehe, was Gott machen möchte. Bleib nicht hinter dieser kleineren Tür, sondern geh drüber. Geh rüber. Weißt du, wenn du eine Tür hast, die ist 3 Meter auf 3 Meter groß und der Feind macht eine Verkleinerung von 10 Zentimetern, das ist unwichtig. Das spürt man gar nicht oder fast nicht. Aber Stück für Stück kommt. Stück für Stück kommt es. Und deine Vision ist eine kleine Vision und das Übernatürliche fällt dir so schwer. Und wenn du betest, betest du, die Tür ist groß genug, um ein kleiner Gott durchzulassen. Aber du hast kein kleiner Gott, sondern du hast einen großen Gott. Ein großer Gott. Ich möchte einen Moment heute Morgen, dass du deine Tür siehst. Dass du deine Tür siehst. Dass du sie siehst.
dass du sie spürst. Warum redet Gott nicht mehr mit dir? Warum hast du keine tolle Erlebnisse? Warum hast du in letzter Zeit so wenig Wunder gesehen? Die Tür ist so klein. Die Tür in deinem Verstand, die Tür in deinem Herzen ist kleiner geworden. Heute Morgen kannst du Gottes Verlangen, bitte. Ich möchte wieder wie an meine Bekehrung eine große Tür haben. Diese Glauben wie kleine Kinder möchte ich wieder haben. Ich möchte die ganzen Enttäuschungen, die Verletzungen, dass sie weggehen von meinem Leben. Ich glaube, dass der Herr heute Morgen da ist. Er möchte diese Bretter sammeln und sie verbrennen. Dass du frei bist, dass der Feind sie nicht mehr nehmen kann und wieder dran machen. Er möchte sie verbrennen heute Morgen. Bleib im Moment an deinem Platz und du kannst es beten, aber wenn jemand da ist und sagt, hey, ich will sie nicht mehr haben, etwas brennt in mir drin. Und du hast Sehnsucht nach vorne, so gehen dich irgendwo hinzuknien und sagen, Herr, ich bring dir mein Brett. Das, was mich so beraubt hat, dass ich dich so klein gesehen habe, ich bring dir es heute Morgen. Verbrenne es. Ich möchte den König der Herrlichkeit ganz neu sehen. Ich möchte dich sehen. Thank you.
Morgen,
Thank you.
Gottes fließen über mir. Ooh.
Feuer Gottes,
Dein Name
Herrlichkeit.